Flugzeuge und Wasser ist meist eine etwas unschöne Kombination, obwohl uns der Vorfall, um den es heute geht, zeigt, dass man dabei nicht immer gleich Dutzende Menschenleben verlieren muss, sondern dass das auch mehr oder weniger gut über die Bühne gehen kann. Tatsächlich kam es nämlich in vergangener Nacht zu einem solchen Vorfall. Eine Boeing 737-800 landete nicht auf festem Untergrund, sondern eben im Wasser. Und das haben alle Insassen mehr oder weniger unbeschadet überstanden. Und deswegen lasst uns mal ein bisschen darüber quatschen. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und fangen wir erstmal an mit ein paar Standardinformationen zum aktuellen Vorfall. Vergangene Nacht, 2.10 Uhr unserer Zeit, 10.10 Uhr Ortszeit, ihr merkt schon, ist ein bisschen weiter weg, war eine Boeing 737-800, der Air Niugini, habe ich tatsächlich vorher auch noch nie gehört, im Anflug auf den internationalen Flughafen von Chuuk. Ihr merkt, ist wirklich weit weg. Der Flughafen von Chuuk ist zwar ein internationaler Flughafen, aber ein sehr kleiner Flughafen auf der Hauptinsel des Bundesstaates Chuuk auf den föderierten Staaten von Mikronesien. Kurz gesagt, es ist ein kleiner Flughafen auf einer kleinen Insel im Pazifik. Ganz weit weg. Die einzige Start- und Landebahn des Flughafens ist etwas länger als 1800 Meter und gut 45 Meter breit. Das ist jetzt nicht wahnsinnig üppig, reicht aber für eine Boeing 737-800, die hier an diesem Tag mit 35 Passagieren, also das Flugzeug war nahezu unbesetzt, mit 35 Passagieren und 12, fragt mich nicht wieso, aber mit 12 Crewmitgliedern unterwegs war. Am Flughafen von Chuuk landen am Tag nur ganz vereinzelt ein paar Flugzeuge. United Airlines verbindet zum Beispiel die Insel mit Hawaii, das dreimal wöchentlich, fliegt dann auch noch nach Guam. Und es gibt eine wöchentliche Verbindung von Guam über Chuuk nach Pohnpei. Ja. Und dann gibt es auch noch eine Verbindung von Pohnpei über Chuuk in die Hauptstadt Papua-Neuguineas. Und ihr merkt schon, das war jetzt der komplette Flugplan, also so wahnsinnig viel ist da nicht los. Dort gibt es aber auch kaum Bewohner. Die Stadt, die an den Flughafen grenzt, also die Stadt, die auf der Insel liegt, auf der auch der Flughafen liegt, ist die bevölkerungsreichste Stadt von ganz Mikronesien. Die Stadt heißt Weno und hat gerade mal etwas mehr als 10.000 Einwohner. Das ist schon mal nicht sonderlich viel. Dazu kommen auch nur sehr wenige Touristen in diesem Teil der Erde. Es ist sowieso also schon sehr beeindruckend, dass es hier überhaupt aktive Flugverbindungen mit einer Boeing 737-800 gibt. Also gut, die Maschine war also jetzt im Anflug auf die Piste 04 des internationalen Flughafens von Chuuk. So heißt es zumindest in allen möglichen, oder so steht es zumindest in allen möglichen Berichten, die ich zu diesem Vorfall bis jetzt gefunden habe. Darüber müssen wir uns aber gleich nochmal unterhalten. Ja, und die Meters beschreiben zu diesem Zeitpunkt leichten Wind aus südlicher Richtung, eigentlich eine recht gute Sicht und ein paar vereinzelte Gewitterwolken und ein bisschen Regen. Solche Meters, solche Wetterberichte beschreiben aber natürlich einen gewissen Zeitraum. Es kann durchaus gut sein, dass in bestimmten kürzeren Zeiträumen die Situation schon wieder ganz anders aussieht. Die Airline selbst spricht nämlich nach dem Vorfall von starkem Regen und dadurch sehr stark eingeschränkten Sichtverhältnissen. Kann also gut sein, dass das Flugzeug hier in einem Schauer landen wollte. Und jetzt steht es folgendermaßen in vielen Berichten. Das Flugzeug sei wohl, aus welchen Gründen auch immer, gut 150 Meter vor der Landebahn so stark durchgesackt, dass es halt eben im Wasser landete. Und viele Passagiere berichteten da wohl von einer, ja, durchaus sehr harten Landung, aber sie hätten erst durch das abrupte Abbremsen des Flugzeuges gemerkt, dass sie hier im Wasser gelandet waren und nicht auf der Asphaltpiste. Das klingt alles schon mal ein bisschen ungewöhnlich, oder? Und dazu kommt, das Flugzeug ist ja auch, so wie es auf den Bildern aussieht, noch mehr oder weniger intakt. Da ist ja nicht wirklich was abgebrochen, man kann keine wirklich größeren Schäden auf diesen Bildern erkennen. Und die Maschine ist ja auch nicht irgendwie durchgebrochen oder durchgeknickt oder irgendwas. Und dadurch war es wahrscheinlich auch vergleichbar einfach für die Passagiere, sich wieder ein bisschen zu sortieren und dann zusammen, es waren ja auch nur 47 Leute, zusammen dieses Flugzeug da zu verlassen. Die Einwohner waren auch mit ihren Booten schnell zur Stelle und konnten da helfen, sodass die Passagiere alle und die Crew natürlich auch alle das Flugzeug ohne kritische Verletzung verlassen konnten. Jetzt stelle ich mir persönlich aber an dieser Stelle ein paar Fragen und die möchte ich mal mit euch teilen und dann lasst uns mal zusammen so ein bisschen darüber nachdenken. Das, was ich jetzt erzählt habe, war die Version, die ich so bis ungefähr 13 Uhr auf ein paar Internetseiten und ja überall da, wo ich gucke, wenn ich Flugzeugnews suche, das war das, was ich da gefunden habe bis zum jetzigen Zeitpunkt. Jetzt gibt es ja aber Bilder zu dem Ganzen und auf diesen Bildern lässt sich ja erkennen, dass das Flugzeug dort in dieser Richtung im Wasser liegt. Aus der Richtung, aus der man guckt, wenn man da weiter übers Flugzeug geradeaus guckt, dann guckt man aufs offene Meer hinaus und im Hintergrund sieht man ja scheinbar auch ein bisschen Flughafengelände. Dazu kommt dann noch dieses Bild hier.
Wie gesagt, das Flugzeug mehr oder weniger intakt. Es sieht alles noch ziemlich gut aus. Dazu kommt dieses Bild hier. Man sieht im Vordergrund so komische schwarze Dinger im Wasser stehen. Die findet man tatsächlich, denke ich mal, auf Google Earth wieder. Es kann doch also sehr gut sein, dass das Foto von dieser Position hier ungefähr entstanden ist. Man sieht diese schwarzen Dinger da im Wasser liegen und dahinter sieht man das Flugzeug mit der Nase Richtung Westen. Bin ich also der Einzige, der hier irgendwie das Gefühl hat, dass das Flugzeug vielleicht doch eher auf der Piste 22 gelandet ist und vielleicht schlicht und einfach über die 1800 Meter lange Landebahn hinausgerutscht ist und dort dann dahinter und von mir aus meinetwegen auch ungefähr 150 Meter hinter der Bahn im Wasser liegen geblieben ist. Könnte ja doch schon irgendwie sein, oder nicht? Wie gesagt, das ist jetzt alles von mir Spekulation. Das stand so nirgendwo im Internet. Es gibt keine Berichte dazu, die diese Möglichkeit abdecken. Aber es ist für mich bis jetzt das Einzige, was aufgrund dieser Bilder Sinn ergibt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das Flugzeug mit ausgefahrenem Fahrwerk dort 150 Meter vor der Landebahn ins Wasser gefallen sein soll und dort mehr oder weniger unbeschadet liegen geblieben ist. Und sich das für manche Passagiere wohl teilweise sogar nur nach einer etwas harten Landung angefühlt haben soll. Andere Medien berichten an ein paar Stellen auch von vereinzelten Knochenbrüchen, die es bei einigen Passagieren gegeben haben soll. Ob diese jetzt bei der Landung entstanden sind oder erst bei der darauffolgenden Evakuierung, wissen wir aber nicht. Aktuell, wie gesagt, so ungefähr gegen 13 Uhr berichtet aber auch wirklich jeder irgendetwas anderes. Ich habe bei sowas eigentlich immer erstmal bei Aviation Herald geguckt. Die berichten jetzt aber davon, dass das Flugzeug, oder haben erst davon berichtet, dass das Flugzeug vor der Bahn ins Wasser gefallen ist. Haben dann berichtet, dass das Flugzeug irgendwie neben der Bahn ins Wasser gefallen ist. Aero.de sagt dazu so gut wie gar nichts Genaues. Aerotelegraph ist mittlerweile ist über die Bahn hinausgeschossen. Allerdings bei der 04, was für mich auch nicht sonderlich viel Sinn ergibt. Und andere Nachrichtenseiten, irgendwelche Zeitungen im Internet oder was auch immer, die beziehen sich dann meist auf die Angaben von Aviation Herald. Ich werde das hier gleich im Video nochmal mehr oder weniger live aktualisieren. Heißt, wenn ich das fertig aufgenommen habe, dann gucke ich nochmal, ob sich da jetzt irgendwas geändert hat und ob es eine neue aktuelle Version dieses Vorfalls gibt. Ansonsten bleibe ich erstmal bei meiner Theorie, weil mir das Überschießen der Landebahn 22 bei diesen Bildern zum jetzigen Zeitpunkt einfach am wahrscheinlichsten vorkommt. Aber gut, ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt und was ihr darüber denkt und ob ihr meine Theorie teilt oder eben nicht. Und ich sage auch nochmal ganz klar dazu, weil das für viele von euch immer sehr, sehr wichtig ist, dass ich das explizit dazu sage. Ich weiß nicht ganz genau, was da passiert ist. Das ist einfach nur mit euch zusammen jetzt so ein bisschen Spekulation über das, was da womöglich passiert sein könnte. Genau wissen tue ich das nicht. Eine nicht ganz unwichtige Information an dieser Stelle vielleicht noch dazu. An dem Flughafen Chuuk können die Piloten auf beiden Seiten, sprich für die Piste 04 oder für die Piste 22, zwischen einem sogenannten NDB-DME-Approach und einem sogenannten ANAF-Approach wählen. Die inoffiziellen Anflugkarten für die Runway 22 blende ich euch mal im Hintergrund ein. Bei diesem sogenannten NDB-DME-Approach fliegen die Piloten auf ein Funkfeuer, welches am Flughafen steht, zu. Das bedeutet, sie bekommen mehr oder weniger einen Kurs zur Landebahn auf ihren Instrumenten vorgegeben. Das könnt ihr euch ähnlich vorstellen wie die horizontale Führung bei einem ILS-Approach, also bei einem Präzisionsanflug. Allerdings ist die Variante vom NDB, das wird nicht auf dem gleichen Instrument angezeigt und es ist auch deutlich ungenauer. Dazu kommt, bei einem sogenannten NDB-Approach hat der Pilot keinen Gleitweg vorgegeben. Das heißt, er sieht nicht, ab welchem Punkt er wann genau in welcher Form wie auch immer zur Landebahn runtersinken muss, sondern er muss selber darauf achten, dass er an dem entsprechenden Punkt den entsprechenden Sinkflug mit der entsprechenden Sinkrate zur Landebahn einleitet. Und er bekommt dann, wenn er möchte, auch jede volle Meile zum Beispiel von seinem Kollegen gesagt oder er sieht es auf seiner eigenen Karte, bei welcher Entfernung von der Landebahn er welche Höhe haben sollte oder haben muss. Beim sogenannten ANAF-Approach sieht das dann schon ein bisschen anders aus. Der Anflugweg bzw. der komplette Weg bis zur Landebahn runter ist durch GPS-Punkte definiert, die man im Flugzeug dann in das entsprechende System einspeisen kann und dann auf seinem Navigationsdisplay auch sehen kann. Beziehungsweise diese sind dann sogar mit Höhen versehen, sodass der Pilot das wie ein ILS abfliegen kann. Aber es kann natürlich sein, dass das am Flughafen von Chuuk alles so ein bisschen ungenau ist und das ANAF-Approach-Dings dir eher so sagt, ja, da ist der Flughafen, viel Spaß. Beide Anflüge sind also keine Präzisionsanflüge. Das ist ganz offiziell auch nur der ILS-Approach und den gibt es hier an diesem Flughafen, am internationalen Flughafen von Chuuk, nicht. Für einen dieser beiden Anflüge werden sich die Piloten der Boeing 737-800 also entschieden haben müssen und haben diesen dann wahrscheinlich von Hand abgeflogen und sind dann womöglich auf der 1800 Meter langen Piste des Flughafens nicht mehr zum Stehen gekommen. Denn es hat höchstwahrscheinlich stark geregnet und die beiden konnten auch nicht sonderlich viel sehen. Ob das jetzt ein Pilotenfehler war oder ob da noch irgendwelche technischen Sachen dazugekommen sind und eine Rolle gespielt haben, das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.
Wie gesagt, tut mir wirklich ein bisschen leid, dass in dieser Folge noch mehr spekuliert wird, als ihr das eigentlich eh schon von mir gewohnt seid. Wahrscheinlich wissen wir schon heute Abend ein bisschen mehr dazu. Ansonsten kann ich noch etwas zu der für die meisten von euch sicherlich nicht sonderlich gut bekannten Fluggesellschaft Air Niugini sagen oder wie auch immer die ausgesprochen wird. Das ist tatsächlich die nationale Fluggesellschaft von Papua-Neuguinea. Und man hat sogar 20 Flugzeuge in der Flotte. Die besteht hauptsächlich aus Fokker 70 und Fokker 100. Man hat aber auch 3 geleaste Boeing 737, eine davon liegt jetzt gerade im Wasser, und man hat 2 Boeing 767-300ER. Hat aber bei Boeing tatsächlich die 737 MAX 4-mal bestellt und man hat sogar auch Boeing 787, also einen einzigen Dreamliner, geordert. Tja, und damit soll es das heute gewesen sein. Ich würde jetzt an dieser Stelle nochmal meine Quellen aktualisieren. Ja, hat sich nichts geändert und deswegen schauen wir einfach mal, was bei dieser Sache jetzt rumkommt. Ich wollte einfach so schnell wie möglich mit euch darüber sprechen. Bin sehr gespannt auf eure Kommentare zu diesem Thema und ob ihr meine Theorie teilt. Und ja, schön, dass da niemand ernsthaft zu Schaden gekommen ist. Sully ist sicherlich stolz. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen dabei. Und dann schaut gerne mal im Aero News Germany Forum vorbei. Da kommen auch immer wieder ein paar interessante Beiträge dazu. Vielen lieben Dank dafür. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.